Ich gehe tatsächlich sehr weit zurück und stelle die grundsätzlich in den Raum. Es geht um die Entstehung und um die Erhaltung fruchtbarer Landschaften. Es geht um Bodenfruchtbarkeit, es geht um biologische Vielfalt, es geht um Lebensräume und es geht darum, wie die Lebensräume miteinander verbunden sind. Also hier symbolisch für den Lebensraum Luft, die Biene, für den Lebensraum auf dem Boden, dann eben hier die Schafe in einer Streuobstwiese und für den Lebensraum im Boden, den Lebensraum Boden hier symbolisch der oder stellvertretend der Regenwurm, aber natürlich noch mit einer unglaublichen Menge weiterer biologischer Vielfalt im Boden, die ganzen Mikroorganismen, also all die, die wir gar nicht sehen. Mit anderen Worten, man muss sich das ja so vorstellen, dass nirgendwo so die Dichte der Vielfalt so groß ist wie im Boden. Ja, auf dem Boden schon weniger dicht als im Boden und in der Luft noch mal wieder weniger dicht als eben im Boden. Und es geht um die Interaktion zwischen diesen unterschiedlichen Lebensräumen. Es geht darum, wie wir unsere Ressourcen nutzen und wie sie sich letztendlich auch entwickelt haben. Und damit meine ich insbesondere mit den Ressourcen die biologische Vielfalt und den fruchtbaren Boden, also die Bodenfruchtbarkeit. Und um das erfassen zu können, muss man tatsächlich lange zurückgehen, also den Faktor Zeit mit bedenken und eben diese ganzen Räume miteinander zu denken. Wenn wir also das Schaf, die Biene und den Wurm aus diesen unterschiedlichen Lebensbereichen haben, dann gilt es tatsächlich für den heutigen Status quo an dem, was uns Landschaft bieten kann, um uns auch zukünftig ernähren zu können, dass wir sowohl an die wilden Tiere als auch an die gezüchteten denken müssen. Das gilt für die bestäubenden Insekten, die Bienen, sowie es auch für die wandernden Wildtiere gilt, so wie es auch für den Wurm gilt, den wir inzwischen ja auch für den Kompost speziell züchten, um eben einfach Bodenfruchtbarkeit beschleunigt dann herzustellen. Und dieser Zusammenhang, dass wir wild und gezüchtete Pflanzen mit in der Wahrnehmung haben müssen für unsere Zukunft auf diesem Globus, hat was damit zu tun, dass unsere gezüchteten Tiere heute ganz viele Funktionen kompensieren, die eben in der Vergangenheit Wildtiere allein geleistet haben. Und die sie eben so lange geleistet haben, bis es dann eben dazu kam, dass eben Kain und Abel auftraten und die ja dann Kain als Sesshafter eben dann Landschaften vorgefunden haben, die bereits geeignet waren, um sich dort sesshaft niederzulassen. Mit anderen Worten, was war alles schon passiert, damit es eben tatsächlich diese Fruchtbarkeit vor Ort als Voraussetzung für Sesshaftwerden gab. Und ein weiterer Aspekt, warum Wildtiere und gezüchtete Tiere zusammendenken, wenn wir trennen in Pflanzen und Tiere und sie nicht zusammendenken, dann haben wir auch nicht im Sinn, dass es für die Pflanze, für die meisten Pflanzen selbstverständlich ist, dass für ihre Ausbreitung und für ihre künftige Entwicklung, für ihre ja, letztendlich gesamte Entwicklung, nicht nur der Wind die Samen trägt, sondern eben auch Tiere Samen weitertragen und dass das eben sozusagen zum normalen Lebensraum einer Pflanze dazugehört, dass eben immer auch Samen weitergetragen werden. Nicht nur durch die Bienen in der Luft, sondern ganz entscheidend in der Vergangenheit durch weidende Huftiere, Klauentiere, Wiederkäuer. Bis hin dazu, dass es Pflanzen gibt, für die es notwendig ist, damit ihre Samen keimen können, dass sie tatsächlich den Magen-Darm-Trakt eines Wiederkäuers durchlebt haben und dann eben am Ende des Wiederkäuers hinten tatsächlich dann als Saat herauskommen, die dann tatsächlich auch keimen kann. Das ist zwar die Ausnahme bei den Pflanzen, aber es zeigt, wie sehr tatsächlich das Tier- und das Pflanzenreich miteinander verbunden sind und wie eben Biodiversität und letztlich eben auch die Bodenfruchtbarkeit miteinander verbunden sind und untrennbar miteinander verbunden sind. 30.000 bis 40.000 Jahre zurück, wir sehen weidende Tiere, wir sehen Pferde, wir sehen Wiederkäuer, die Dynamik damals bedeutete, dass durch die Eiszeit die Tiere immer weiter in den Südosten, in den Südwesten Europas gedrängt worden waren. Es wurde immer kälter und das war natürlich eine Zeit, wo es überhaupt keine
Bäume gab, dort, wo eben meterhohe Eisschichten waren. Das heißt, wenn wir heute in der Schule lernen, dass die natürliche Vegetation Mitteleuropas der Wald ist, dann ist das eine Wahrnehmung, die diese Vergangenheit völlig ausgeblendet hat. Denn nach der Eiszeit war das natürlich mitnichten so. Was konnte wieder wachsen, wenn sich das Eis zurückzog? Gras. Was kann wachsen, wenn nach einem Sturm ein Wald umkippt und so wie wieder Sonnenstrahlen auf den Boden kommen? Was kann dann wachsen? Gras. Was wächst da, wo Bäume nicht wachsen können, weil es zu kalt und oder zu trocken ist? Gras. In der Serengeti wächst Gras, so wie oberhalb der Baumgrenze Gras wächst. Und damit eben immer die entscheidende Futtergrundlage für die Tiere, die eben Graser sind, grasende Tiere. Und es gibt tatsächlich eine Koevolution zwischen dem Gras und den Grasern. Beide gehören zusammen, beide können alleine nicht existieren. Und Grasland ist auf der Welt das größte Biom. Also es gibt nichts, was von der Fläche her die Landoberfläche, das Wasser lasse ich außen vor, so bedeckt wie tatsächlich das Gras. Und das gilt dann eben nicht nur für die Vergangenheit, sondern am allerbesten kann man sich diese damaligen Zustände vorstellen, wenn man eben heute in die Serengeti schaut, auch dort immer die weidenden Wiederkäuer, in dem Fall die Gnus, und immer eben etwas gemischt mit pferdeartigen Tieren, im Fall der Serengeti sind es dann eben die Zebras. Und dort findet heute noch die größte Wanderung von Tieren auf unserem Globus statt. 3000 Kilometer werden gewandert, immer dem Futterangebot folgend und damit der Regenzeit, die ja dann dem Futterangebot vorausgeht. Und ja, 3000 Kilometer von einer Million Gnus und etwa einem Zehntel, weniger als ein Zehntel der begleitenden Zebras. Wenn wir aber heute hier uns Wisente vorstellen, dann sind das für uns Exoten. Dann haben wir überhaupt nicht im Sinn, dass die hier bei uns mal gewohnt haben. Dass Wisente und Auerochsen und auch die anfangs gezeigten Wildtiere entscheidend dafür waren, dass sich eben auch in Deutschland fruchtbarste Böden entwickelt haben, und das gilt weltweit. Die größten Flächen, die wir heute als Kornkammern weltweit bezeichnen, die Prärien im mittleren Westen Amerikas, also den Kornbelt, Mais, oder auch die hier bei uns 100-Punkte-Böden, Magdeburger Börde oder auch Hildesheimer Börde, die Böden in der Ukraine, die von Hitler angezielt wurde, dort eben Kornkammern für uns hier in Deutschland zu errichten. Fruchtbarste Böden, alles Steppenböden, die durch jahrtausendelange saisonale Beweidung entstanden sind. Dazu gehört auch die Pampa Argentiniens. Noch als die Spanier nach Argentinien gekommen sind, im 17. Jahrhundert, weideten dort 50 Millionen, ich habe sie nicht gezählt, die Zahl, die man eben von Zoologen und von Zoologen bekommen kann, also bis zu 50 Millionen, so wie es auch geschätzt wird in Bezug auf die Bisons in Nordamerika. Für uns sind aber diese Wisente deshalb inzwischen Exoten, weil wir diese Erinnerung nicht haben. Denn bei uns waren schon vor 2000 Jahren, zur Römerzeit, diese Tiere vertrieben worden. Nicht unbedingt alle so bejagt worden, dass sie ausgestorben waren, aber eben weiter in den Osten Europas verdrängt worden. Die haben sich einfach zurückgezogen, weil sie dort mehr Ruhe hatten, weil dort weniger Bevölkerungsdruck war. Also insofern sind sie einfach nicht bei uns im Sinn. Sie sind uns nicht bewusst. Sie sind aber entscheidend dafür, dass eben in solch einem Ausmaß Bodenfruchtbarkeit bei uns entstanden ist. Und Bodenfruchtbarkeit, die entsteht durch einen Wachstumsimpuls, der durch die Beweidung erfolgt und über die Zeit dann tatsächlich über das Wurzelwachstum, man sagen kann, die Wurzeln von heute sind der Humus von morgen. Wenn wir einen ganz großen Sprung machen, vorwärts aus der Eiszeit und rückwärts von heute in den 30-jährigen Krieg und dann ja immer gehört haben, wie große Flächen dort dann wast und öd waren. Das waren die auch deshalb, weil dort auch die wilden Tiere ersetzt hatten, also weidende Wiederkäuer, auch extrem dezimiert worden waren.
Das ist ein ganz wesentlicher Grund für den Rückgang der Bodenfruchtbarkeit auf der großen Fläche innerhalb der Zeit des Dreißigjährigen Krieges. So, jetzt ein Sprung in die Ist-Zeit, das Foto des Weltagrarberichtes, ein altes Foto, welches eben eines zeigt, das Gegenteil von biologischer Vielfalt und auch das Gegenteil von Bodenfruchtbarkeit, weil beides gehört zusammen, beides bedingt sich selber. Man kann zwar in extrem fruchtbaren Regionen über Jahrhunderte so wirtschaften, aber es ist eben nicht nachhaltig, das heißt, irgendwann ist Schluss. Und insofern, egal ob nun im mittleren Westen, im Kornbelt oder aber eben in der Ukraine, ein moderneres Foto, eben auch die völlig ausgeräumte Landschaft, kein Baum, kein Strauch, keine biologische Vielfalt, kein Lebensraum für Bestäuber. Und das sind Regionen, in denen man eben zeitlich befristet tatsächlich so wirtschaften kann, aber auf Dauer eben nicht. Die Erosionsgefahr ist gigantisch. Und insofern wichtig, sich klarzumachen, dass in Bezug auf Amerika innerhalb der letzten gut 100 Jahre 30-40% der Bodenfruchtbarkeit verloren gegangen ist. Eine weitere Zahl, dass auf den heutigen, dass man sagt, auf 80% der heutigen Ackerböden in den Vereinigten Staaten pro Jahr und Hektar 13 Tonnen fruchtbarer Boden verloren gehen durch Erosion. 13 Tonnen fruchtbarer Boden bedeutet ungefähr einen Millimeter, auf den einen Flächen mehr, auf den anderen weniger. Mit anderen Worten, wir brauchen von der Substanz. Es ist also das Gegenteil von nachhaltig, man kann das eine Zeit lang machen, aber auf Dauer nicht. Und die Bedeutung, die eben die, insbesondere die Rinder in diesem Zusammenhang haben, mit eben ihrem Wachstumsimpuls und der Möglichkeit, dadurch auch das Wurzelwachstum und damit die Humusgenerierung von morgen anzuregen, findet man dann in diesen Zahlen. Dadurch, dass der Humus so sehr kohlenstoffhaltig ist und das immer der Kohlenstoff ist, der durch die Photosynthese des Wachstums erst in die grüne Pflanze aufgenommen wurde als CO2, dann in die Wurzeln und aus der Wurzelmasse letztendlich der Humus wurde, bedeutet es, dass der Humus zu über 50% aus Kohlenstoff besteht. Und deshalb diese simple Zahl, eine Tonne zusätzlicher Humus im Boden bedeutet 1,8 Tonnen CO2 in der Atmosphäre. Das gilt dann aber auch umgekehrt. Wir haben inzwischen die Zahlen aus Deutschland vom gigantischen Grünlandumbruch und entsprechend dort dann Maisanbau für Agrogasanlagen, dass dann innerhalb von 3 Jahren bis zu 40% der Bodenfruchtbarkeit verloren gegangen ist durch Erosion. Also genau der umgekehrte Weg, CO2 aus dem Boden und wieder in die Atmosphäre. Ganz entscheidend ist, dass diese Wiederkäuer in der Lage sind, Flächen zu nutzen, die nicht ackerfähig sind. Mit anderen Worten, wo wir nicht alternativ Getreide anbauen können. Mit anderen Worten, wo nur Gras wächst und es entsprechend nur von weidenden Tieren genutzt werden kann. Hier im Berchtesgadener Raum bzw. in Österreich von Pinzgauern, die dort eben nicht in Nahrungskonkurrenz zum Menschen sich ernähren. Ähnliches in den Flussauen, hier Donaumoos, Murnau-Werdenfelser Rinder. Die Flussläufe waren natürlich historisch über Jahrtausende besonders von Weidetieren begangene Regionen, weil die Weidetiere ja auch immer Wasser verfügbar haben wollen, sodass sie also im Rahmen ihrer Wanderungen gerne auch eben an, soweit es begehbar war und beweidet werden konnte, oder eben in der Nähe dieser Flussauen sich eben fortbewegt haben. Und das Stichwort Hochwasserschutz ist gefallen. Diese Schafe hier weiden in Rheinauen, also in dem Fall der Rhein. Und nichts kann eben tatsächlich den Boden besser festhalten, als eben wirklich eine gute Grasnarbe, also das Grün nach oben und die Wurzeln nach unten, dieses Geflecht. Nichts ist geeigneter als das. Und insofern geht es also auch nicht darum, künftig diese Flächen sozusagen stillzulegen, sondern sie klug durch ein gutes Beweidungsmanagement zu nutzen, damit eben dort möglichst diese Flächen eben nicht völlig abschwemmen in dem Augenblick, wo es eben dann zum Abfluss des Hochwassers kommt. Und einige wenige Definitionen, die uns so geläufig sind, die aber völlig
wegführen von der wirklichen Realität. Aussagen und Wahrnehmungen, zu denen man eben nur kommen kann, wenn man nur einen kleinen Ausschnitt des Ganzen sich anschaut und auch nur einen kleinen Zeitpunkt des Ganzen sich anschaut. Und die zeitliche Dimension, genauso wie die große räumliche Dimension, aus dem Fokus verliert. Dass die Kuh als schlechter Futterverwerter dasteht, das passiert, wenn wir sie vergleichen in einem Lebensraum, der nicht ihrer ist, mit Tieren, deren Lebensraum es ist, mit Allesfressern. Dann kann die Kuh nur schlechter aussehen im Vergleich. Aber wir vergleichen ja auch uns Menschen in Bezug auf unser Ernährungsverhalten nicht mit dem Schwein oder der Kuh. Nein, wir vergleichen innerhalb von uns Menschen Lebensstile. Und genau das müssen wir bei den Tieren auch machen. Wir müssen schauen, ist es ein nachhaltiges System, in dem ich die Rinder halte, oder ist es eben ein extrem futter- und energieverbrauchendes. Das Gleiche gilt für Schwein, für Huhn, für Fisch. Also immer dasselbe. Wachstum und Produktivität wird an dem gemessen, was oben rauskommt, vielleicht auch noch was als Input reingesteckt worden ist. Was nicht geguckt wird, ist, wie entwickelt sich denn in der Zeit der fruchtbare Boden? Und Tatsache ist, global gesehen, er schrumpft gigantisch. Wir wachsen also nicht, wir schrumpfen. Und wenn wir sagen, die Kuh ist kein Klimakiller und das also an solch einer Werbung festmachen, ja, mehr als 200 Pferde und weniger Emissionen als eine Kuh, wann stimmt diese Aussage? Wenn wir einen ganz extrem engen Fokus machen und sagen, uns interessiert alles nicht und uns interessiert nur, kommt da Methan. Und aus dem Auto kommt kein Methan, aus der Kuh wohl. Und damit hat sie verloren. Damit ist aber eine Kuh auch schlimmer als ein AKW. Ja? Es ist völlig, völlig absurd. Und um noch etwas ähnlich Absurdes zu benennen, der ökologische Fußabdruck, der eben wirklich nicht berücksichtigt, wie sieht es mit der Entwicklung im Boden aus. Warum berücksichtigt der ökologische Fußabdruck das nicht? Weil er von der Industrie entwickelt worden ist und eben nichts mit lebenden Systemen zu tun hatte. Aber nur die Landwirtschaft und die Forstwirtschaft, also lebende Systeme, sind in der Lage, nicht nur Emissionen zu verursachen, also mit anderen Worten Klimagase abzusondern, sondern sie sind eben in der Lage, dieses einzuspeichern in den Boden und das macht dann auch noch Bodenfruchtbarkeit, das macht dann auch noch Humus. Das ist aber da in der Regel nicht mit drin und das führte dazu, dass bei einer Bewertung vor 2 Jahren weltweit, wo es um die Schurkenstaaten dieser Welt ging, in Bezug auf den ökologischen Fußabdruck, die Mongolei ganz oben ankam, ich glaube auf Platz 16 oder so. Warum? Wegen der Kuh, also in dem Fall wegen dem Yak. Und warum? Weil das so unglaublich viel Fläche verbraucht, um 1 Kilogramm Yakfleisch herzustellen. Es ging aber in dem Fall nicht um Ackerfläche. Es geht um Flächen, die nicht ackerfähig sind, Grasland, nicht um Nahrungskonkurrenz zu Menschen. Und je dünner tatsächlich das Nahrungsangebot ist, desto größer ist natürlich die Fläche, die ein Tier beweiden muss. Aber wie gesagt, es gäbe gar keine alternative Nutzung. Diese Fläche ist also nicht verbraucht, sondern sie wird von den Tieren genutzt, in Koevolution mit denen sie entstanden ist. Und das alles gibt es dann noch krasser beim nicht nur dieser Flächenrucksack als Bestandteil des ökologischen Fußabdrucks, sondern auch beim Wasserrucksack. Vielleicht haben Sie schon mal so Zahlen gehört. Also nicht nur, die Kuh ist ein schlechter Futterverwerter und braucht unglaublich viel Getreide, wo wir ihr eigentlich Gras fressen sollten, sondern auch, sie verbraucht ungeheuer viel Wasser. 50.000 Liter, 80.000 Liter, um 1 Kilogramm Rindfleisch herzustellen. Bis 100.000 Liter geht das. Wie kommt man auf solche Zahlen? Erst habe ich gedacht, das sind Druckfehler, bis ich dem dann innerhalb von 1,5 Jahren nachgegangen bin und dann klar wurde, gemeint ist die Regenwassermenge, die im Beispiel des Yaks auf die Fläche fällt, auf die Grasfläche fällt, die eben tatsächlich gebraucht wird, um 1 Kilogramm Yakfleisch zu erzeugen. Und dieses Regenwasser ist alles nur nicht verbraucht, sondern das Grasland dieser Welt als größtes Biom, das Grasland, ist der Regenwasserfilter, den wir haben, für die Neugenerierung von Grundwasser. Also etwas Besseres kann man sich gar nicht vorstellen. Also es wird überhaupt nicht verbraucht. So, und weil das alles uns nicht normalerweise so bewusst ist, spreche ich von verborgenen Potenzialen. Und das, was wir halt müssen, ist
tatsächlich diese ganzen Funktionen wieder in den Kreislauf bringen und tatsächlich zusammendenken vom Regenwurm im Boden bis zur Biene in der Luft. Mit anderen Worten, nicht nur die Fäkalien wieder in Wert setzen, sondern eben bedenken, dass die Mikroorganismen, die hinten aus der Kuh rauskommen, eigentlich vom Boden gebraucht werden. Das ist eigentlich der Kreislauf. Ja, und da, so ist er auch bei den wandernden Tieren entstanden, dass die Mikroorganismen von vorgestern dann sozusagen übermorgen an anderer Stelle dann wieder ausgeschieden worden sind und dadurch auch die Vielfalt der Mikroorganismen eben ausgeweitet haben, so wie eben auch die Samen weitergetragen wurden. Also es geht um biologische Vielfalt, es geht um fruchtbaren Boden, beides können wir nicht voneinander trennen. Und das ist der Hintergrund, warum tatsächlich der Ackerbauer Kain ohne Abel den Hirten nicht leben kann, weil eben die Entstehung dieser fruchtbaren Böden und gerade auf den großen Graslandflächen entscheidend mit diesen Interaktionen zwischen Tier, Pflanze, Mikroorganismus und Pilz im Boden letztendlich entstanden sind. Und insofern vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Anita Idel. Wir haben jetzt viel über die Funktionalität, um das mal so technisch zu sagen, von Kühen erfahren. Martin Ott ist Landwirtschaftsmeister in der Schweiz, Demeterbauer, seit neuestem auch Leiter einer Schule für biodynamische Ausbildung, die auch noch vom Staat unterstützt oder gefördert wird. Und seitdem sein Buch Kühe verstehen die Menschen begeistert hat, wird er auch als Kuhflüsterer gehandelt. Martin Ott, Sie sind hier, um uns eine weitere Facette der Gesamtheit, die Alexander Gerber angesprochen hat, ein bisschen zu polieren. Es geht um die Mensch-Tier-Beziehung, um die Frage Mensch und Milchkuh, eine Symbiose. Wir freuen uns dazu, was zu hören. Herzlichen Dank, dass ich da nach Berlin fliegen durfte und heute Abend wieder nach Hause. Meine Kühe erwarten mich wieder. Und dass ich kurz Ihnen einfach die Milchkuh ein bisschen näher bringen kann, als, ich glaube, das passt jetzt gut, als ein Wesen, das eben sehr stark braucht, dass wir es erkennen. Nicht wahr? Wenn Sie sich fragen, was ist dann das Spezielle eines Tieres, dann kommen Sie langsam so auch in die Frage hinein, wie behandelt man dann ein Tier? Weil man muss seine Stärken kennen. Das will ich ja auch als Mensch. Ich will, dass mich die Gesellschaft meine Stärken kennt. Meistens ist bei der Stärke hintendran gerade die Schwäche, oder? Also das ist meistens, das heißt, man kennt das Individuelle des Menschen. Und bei einem Tier ist es ja, dass man sich fragen muss, was ist dann die Stärke der Kuh, der Milchkuh insbesondere. Ich rede jetzt von Milchkühen, wir werden immer enger. Und wenn man zum Beispiel sieht, was das Pferd besonders kann, dann sieht man, dass das Pferd eben zum Beispiel besonders elegant gehen kann. Und zum Beispiel galoppieren kann, rennen kann, alles nach vorne geht. Aber dass das Pferd dann den Nachteil hat in seiner Verdauung, dass auch in der Verdauung alles nach vorne, nach hinten geht, auf eine Richtung. Ein Pferd kann zum Beispiel nicht einmal, wie wir sagen, auf Schweizerdeutsch gorpsen. Das kennen Sie, oder? Also rülpsen, sagt er, ja, Entschuldigung. Also, und das heißt, das Pferd hat hier eine Klappe und jeder Schluck Luft, der beim Pferd hinein muss, muss hinten raus. Darum kennen Sie das, wenn in einer Reithalle macht es manchmal bei jedem Schritt, weil eben alles hinten raus muss. Das heißt, das ist eindimensional. Dafür ist der Gang des Pferdes unheimlich schnell. Es geht alles nach vorne. Es ist alles nach vorne gerichtet. Sie können zum Beispiel einem Pferd, können Sie ein Kilo Hafer und ein Kilo Nägel mischen, in die Krippe legen. Und es ist noch nie ein Pferd an einem Fremdkörper gestorben, weil es mit der unheimlich wachen Lippe die Haberkörner aus den Nägeln heraussortieren kann. Kann die Kuh nicht. Das Pferd hat eine Eleganz in den Bewegungen. Wenn es Schritt macht, macht es Viervierteltakt. Wenn es Trab macht, macht es Zweivierteltakt. Wenn es galoppiert, macht es Dreivierteltakt. Es lebt in der Bewegung. Verstehen Sie, ein Pferd, das im Stall steht, ist ein Stück Fleisch ohne Seele, ohne Pferd. Ein Pferd ist erst die Bewegung.
Das heißt, wenn die Bewegung beginnt, dann beginnt das Pferd zu leben. Und es würde niemand ein Pferd kaufen, dass er nicht schaut, wie sich es bewegt. So, und die Kuh. Die Kuh ist natürlich nicht ein Bewegungskünstler. Wenn die eine Kuh über die Weide galoppiert, ist eher ein bisschen lächerlich. Ein bisschen lächerlich. Aber was ist das Besondere, das Pferd? Wo hat die Kuh ihre spanische Hofreitschule? In der Verdauung. In der Verdauung. Schauen Sie, eine Kuh frisst etwa ein Drittel ihres Körpergewichtes pro Tag. Das würde bei mir, wären das etwa 33 Kilogramm Kartoffeln. Schauen Sie, jeden Tag, das heißt auch Samstag, Sonntag, jeden Tag ein Drittel des Gewichtes. Schauen Sie, das und bildet dazu und ein System aus, das es ihm erlaubt, an diesen Mengen nicht einzugehen. Und das ist der Kunstgriff, der immer das Leben nimmt, wenn es um Überleben geht, das ist Rhythmus. Die Kuh beginnt diese unheimliche Menge von Material, das sie frisst, beginnt sie rhythmisch zu bewegen. Ich nenne das in einem Buch der Tanz auf der Explosion. Das heißt, dieser Rhythmus, der sich das Pferd in den Leib schlägt, in der Bewegung, der hat die Kuh gestaut in ihrer Verdauung. Wenn eine Kuh stirbt, haben sie innerhalb 2 Stunden eine Explosion, weil die Explosion nicht mehr gestaut ist, nicht mehr rhythmisiert wird. Ein Tierarzt, das Erste, was er macht, ob eine Kuh gesund ist, er geht zu ihr, schaut auf der rechten Seite die Magengeräusche und wenn das einmal in einer Minute macht, ganz wunderbar regelmäßig, dann weiß er, die Kuh ist gesund. Das heißt, dieser Magen, der da diese Unmengen verdaut, der muss immer rhythmisch bewegt werden. Und durch die Kuh hat ein System entwickelt, mit diesem Rhythmus zusammen, dass sie in den Stoffwechselvorgängen so im Gleichgewicht ist, dass die ganze Kuh unheimlich gesund ist. Sie können im Tierspital in Zürich eine Kuh sehen, die hat eine Waschmaschinentrommel in den Bauch hineingeschraubt, ohne Antibiotika. Die Kuh lebt nicht in Antibiotika, die hat so viel Gesundheitskräfte, dass man eine solche Kuh brauchen kann, um mit einer Schöpfkelle jeden Tag, wenn man das braucht, ein bisschen Pansensaft hinauszunehmen. Man muss das nicht über die Speiseröhre, macht man die Waschtrommel auf und kann das hinausnehmen. Diese Kuh, die lebt. Ich sage nicht, das ist das, wie ich es gerne hätte, aber ich zeige das nur, um wie im Gleichgewicht eine Kuh ist. Eine Kuh kann man Kaiserschnitt machen ohne Antibiotika. Ein Freund von mir mit 600 Rindern in Kanada macht das mit Schmerzmittel. Das heißt, die Kuh hat so viel Gesundheit in sich, dass sie das sogar dass sie so im Gleichgewicht ist, dass sie in der Züchtung in den letzten 200 Jahren von einer Milchmenge von etwa 2000 Liter im Jahr auf eine Milchmenge von sage und schreibe 24.000 Liter pro Jahr hinaufgezüchtet wurde. Wenn das Pferd so viel schneller rennen würde, wie die Kuh Milch geben würde, dann würde der Vettel, der Nachfolger des Schumachers, kennen Sie besser, der würde also hinter dem Pferd nachfahren müssen, weil das Pferd eben 24 Mal schneller rennt als heute. Man weiß aber von den Rundenzeiten in den englischen Flachrennen, dass die sozusagen gleich geblieben sind. Das Pferd hat sich nicht schneller züchten lassen. Die Kuh aber lässt vieles mit sich tun, weil sie eben so weil ihre Spezialität ist das Gleichgewicht. Und jetzt kommt's. Darum ist das, was hinten bei der Kuh rauskommt, genau das, was das braucht, was vorne wieder ins Maul hineinwächst. Wegen dieser Fähigkeit, im Gleichgewicht zu bleiben, kann sie auch im Ort am Gleichgewicht bleiben. Und das heißt, dass wir aufgrund der Kuh das einzige Tier vor uns haben, dass wir eine Landwirtschaft entwickeln können, die am Ort bleibt. Verstehen Sie? Die Kuh ist das einzige Tier, das, entschuldigen Sie mir, scheißen und fressen kann am selben Ort und der Boden wird besser. Kann nur die Kuh. Kann die Ziege nicht, die kann schon rein psychologisch nicht, weil die will immer an die Grenzen gehen. Es kann das Schaf kann das nicht, sie bekommen mit der Zeit Parasiten, das Pferd kann das nicht und so weiter. Die Kuh kann am Ort bleiben. Und das muss ich Ihnen nicht erzählen, darum ist die Schweiz zum Beispiel das Land der Kuh. Da ist es gut, wo ich bin. Da ist ein Hag, ein Zaun. Und ich mache den Zaun und bei mir ist es gut. Das ist Kuh.
Das ist Kuhland. Das ist Kuh, zufrieden sein mit dem, was man hat. Oder umgekehrt, wir haben ein einziges politisches Problem heute in der Schweiz. Wir sind vom Ausland umzingelt. Das ist die andere Seite, sehen Sie. Und das, der Dynamo, oder das Kraftwerk dieser Standortauflage ist die Kuh. Und jetzt sehen Sie, wir haben in der Welt heute eigentlich zwei Bilder von Landwirtschaft. Wir haben eine Landwirtschaft, die so tut, wie wenn die Welt ein Teller wäre. Die Welt ist ein Teller, überall dieselben Standorte. Und der Landwirt hat die Aufgabe, den Standort seines Hofes, der vielleicht an einem Schattenhang, an einem Sonnenhang ist, vielleicht in diesen Böden, anzupassen einer Weltlandwirtschaft. Und er hat nicht mehr die Aufgabe, seinen Boden zu entwickeln, seine individuelle Veranstaltung, die es nur einmal gibt auf der Welt, weil die Welt ja rund ist und nicht ein Teller, oder? Inzwischen haben wir ja gemerkt, hat es ja an jedem Standort eine bisschen andere Voraussetzung. Und jetzt hat der Landwirt, eigentlich wäre Landwirtschaft die Aufgabe, den Standort zu entwickeln, der an jedem Ort der Welt ein bisschen verschieden ist, weil diese wunderbare Kugel eben die Sonnenenergie überall ein bisschen anders scheinen, auf sich scheinen lässt und eine andere Sinuskurve hat. Und durch das gibt es so etwas wie eine Hofindividualität. Die kann groß sein, klein sein, aber es gibt so wie Menschen auf der Welt Einmaligkeit, gibt es Standorteinmaligkeit. Und Landwirtschaft ist die Aufgabe der Entwicklung dieser Standorteinmaligkeit. Und nicht der Frage, wie kann ich mich einer Weltlandwirtschaft anhängen, die überall dieselben Ställe, überall dasselbe Futter, überall dieselben Traktoren, überall dieselben Strategien anhängen und dann noch sagen, jetzt machen wir es noch, weil es dann dauernd Seuchen kommen, weil der Standort, der sagt dann, halt, hier nicht. Wie sagt er das? Mit Schädlingen, mit Seuchen, mit Depressionen, mit Bodenverlust und so weiter, sagt der Standort, halt. Und jetzt kann man noch eine Landwirtschaft machen, die jeden Mal sagt, halt Standort, auf dich will ich nicht hören. Chemie drüber, Kühe gesund machen, weiß nicht was, Ställe bauen, Quarantäne, alle die anderen wunderbaren Sachen. Und immer dem Boden sagen, halt Standort, auf Schweizerseits sagt man, hebt Schnurre. Oder das ist die eine Landwirtschaft. Und da können Sie am Schluss, wenn Sie diese Landwirtschaft fertig denken, können Sie an jedem Flughafen in der Welt aus dem Flugzeug steigen, zum Kiosk rennen und einen Mars kaufen. Können Sie überall. Ein Mars. Nicht eine Erde. Ein Mars. Und es hat Sie nicht interessiert, es interessiert Sie nicht, wo der Kakao herkommt, wo die Milch herkommt, wo die Schokolade herkommt, im Mars. Es ist ein Mars. Es ist etwas anderes. Irgendetwas Abgehobenes. So. Und Sie haben dann die Welt als Teller. Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie jetzt die ganzen landlebenden Wirbeltiere auf einen einzigen Haufen schmeißen, alle landlebenden Wirbeltiere, alle Hirsche, alle Gnus, alle Elefanten, alle Kühe, alle Schweine. Sie schmeißen die alle auf einen Haufen. Und sie teilen diesen Haufen in Nutztiere und Wildtiere. Was denken Sie, wie groß ist der Haufen von Wildtieren noch auf der Welt? Was denken Sie? Vorschläge. Es ist weniger als 5%. Es sind 3,6%. Das heißt, 96,4% der Masse, nicht der Arten, aller landlebenden Wirbeltiere sind Nutztiere. Das sind Tiere, wo der Mensch sagt, wann gehst du zu Bett, wie viel Licht hast du im Stall, wie viel Platz hast du zum Liegen, was kannst du fressen, von wo kommt dein Fressen, wann ist dein Leben zu Ende, wer ist dein Partner, mit wie vielen siehst du deine Freunde jemals wieder oder nicht, allen diesen sozialen Lebewesen. 96 von 100 Kilogramm lebenden, landlebenden Wirbeltieren ist 96,4% bereits vom Menschen genutzt. Das heißt, dieses Depot gibt es nicht mehr. Wir brauchen eine neue Nutztierlandwirtschaft. Wir können nicht mehr zurück. Wir müssen das neu denken. Und um dieses neu zu denken, brauchen wir eine Landwirtschaft, die eben vom Standort
ausgeht. Das heißt, ich habe so viele Tiere, wie mein Standort produziert. Ganz einfach. Was denn sonst? Ich habe bei mir einer der größten Landwirtschaftsbetriebe in der Schweiz, haben wir auf biodynamisch umgestellt und wir haben 90 Hektar. Bei uns sind halt die Betriebe so klein, dass wir mit über 100 ist man schon ganz ein großer. Also 90 Hektar unter dem Pflug. Um diese 90 Hektar am Pflug zu haben und langfristig den Boden verbessern zu können, weil das ist Landwirtschaft, oder? Das andere ist Rohölförderung, einfach nehmen bis weg ist. Verbessern zu können, heißt bei mir 3 Jahre lang Kleewiese. Mit diesen Wurzeln, die wir Anita Idel gesehen haben. Um diese anderen 9 Jahre eben Menschennahrung zu produzieren. Und ich habe genauso viele Kühe auf dem Betrieb, wie es braucht, um die Kleewiese zu fressen, die es braucht, um den Acker wieder in Ordnung zu haben, den es braucht, um Nahrung für Menschen zu produzieren. Verstehen Sie? Und ich habe keine Kuh mehr, weil diese Zahl sagt der Standort. So, und jetzt gibt es noch 2 weitere Tricks und dann bin ich fertig. Die man fragen kann, wie, an der Milchkuh, wie könnte man den Standort eben mitsprechen lassen? Die biodynamischen Bauern nennen das die kosmische Analyse. Das tönt so wahnsinnig, das ist einfach die Umgebung, die man fragt. Kosmos heißt einfach Umgebung. Das heißt nicht irgendwo da vorne irgendeine Galaxie, sondern Kosmos ist in meinem Hof ist das die Futtergrundlage, die mir sagt, wie viele Tiere ich zu halten habe. Und das nächste ist, wenn ich jetzt sage, die Kuh ist eigentlich der Dynamo dieser Individualität, die da entsteht, ist das Kraftwerk, weil es dieses Wesen ist, das eigentlich beginnt, mir das zu helfen, an diesem Standort die Einmaligkeit zu erklimmen, dann muss ich sie so halten, dass sie diese Einmaligkeit noch verstärken kann. Das heißt, ich muss zum Beispiel akzeptieren, dass sie ein Säugetier ist. Wahnsinnige Entdeckung. Eine Kuh ist ein Säugetier. Und wenn sie ein Säugetier ist, dann darf eben das Kalb saugen. Und wir wissen ja heute, dass wenn wir die Milch nehmen, und ich nehme die Milch auch, dann stellen wir uns an die Stelle des Kalbes. Und darum ist es ja nicht so, dass die Bauern in die Kühe verliebt sind, sondern die Kühe sind alle in den Bauern verliebt, weil er 2x am Tag an ihnen saugt. Und je besser, dass er das macht, desto mehr sagen sie, mein liebes, großes Kalb, nimm. Ich gebe dir das Beste aus meiner Mitte, meines Körpers und ich stelle dir das zur Verfügung. Weil das ist so. Die Kühe sind alle ein bisschen in den Bauern verliebt und weiß heute aus vielen Forschungen, dass die Beziehung zwischen Bauer und Kuh bei den Milchkühen entscheidend ist für die Euterentzündungshäufigkeit. Jeder, der schon Kinder gestillt hat wie ich, weiß, dass die erste Brustentzündung dann kommt, wenn die Schwiegermutter zu Besuch kommt. Das ist alles psychisch. Das ist ja bei der Kuh vielfach auch so. Und jetzt haben wir zum Beispiel ein System entwickelt. Jetzt haben wir ein System entwickelt bei uns auf dem Betrieb. Man nennt das muttergestützte Kälberaufzucht. Einfach als Beispiel. Das heißt so viel wie beingestütztes Gehen. Etwas sehr Selbstverständliches. Aber hören Sie mal, wir haben ein System entwickelt, dass die Kälber an den Müttern saugen können und trotzdem der Mensch die Milch nehmen kann. Und das kann man durch neueste Forschungen, die wir miteinander gemacht haben, wo man zeigen kann, dass die Kuh an einem gewissen Ort, an einem gewissen Zeitpunkt der Aufzucht eben das Kalb verlässt, nämlich ganz am Anfang. Am Anfang verlässt die Kuh das Kalb. Sie steht nicht, wenn es frisch geboren ist, alles geputzt neben dem Kalb und sagt, alle wilde Tiere da unten, meinen Füßen ist das Kalb. Sondern sie geht weg und sagt, pst, niemandem sagen, dort ist es. Nein, das sagt sie eben nicht. Schaut von Weitem. Und erst wenn das Kalb bei Fuß in die Herde kommt, das ist etwa am 10. Tag, wenn das Kalb bei Fuß mit der Herde unter 1000 Kühen eine 10 Kilometer Flucht machen muss, ohne die Mutter zu verlieren, unter Kühen, die vielleicht auch ein Kalb wollen und 3x um den Haken schlagen und so weiter, erst dann nimmt die Mutter das Kalb in die Herde. Und wenn man diesen Effekt gut macht, kann man den Stall so bauen, haben wir so gemacht, den Stall so bauen, dass die Kälber irgendwo unter dem Felsen sind und die Mütter in der Herde. Und 2x am Tag vor dem Melken gehen die Mütter schnell beim Kalb vorbei, sagen, komm schnell, sagt wieder, nimm das Kalb wieder weg und dann kommt sie zu mir und gibt den Rest des Milch und sagt, pst, niemandem sagen, da hinten liegt mein Kalb. Resultat,
kein Antibiotika mehr bei den Kälbern. Resultat, die Kuh bekommt das Wissen, nein, das Kalb bekommt das Wissen des Standortes, der Immunologie des Standortes über die Milch mitgeteilt. Man weiß heute, dass wenn das Kalb an der Mutter saugt, dass der Speichel des Kalbes den Innenseiten der Schleimhäute der Kuh Mitteilungen macht, ob das Kalb gesund ist oder nicht. Und die Mutter hat innen 2 Stunden ein Gegengift in der Milch für ein Problem des Kalbes. Nicht nur in den ersten Tagen, sondern während der ganzen Stillzeit. Das heißt, das ist ja der Vorteil des Säugetieres. Der evolutionäre Vorteil des Säugetieres ist, dass es am Ort einen Vorteil hat gegenüber dem Schlänglein, der einfach 50 Eier in die Wüste legt und sagt, lieber, das ist auch ein guter Trick, liebe Sonne, mach mir 50 Junge und geht dann weg. Der evolutionäre Trick des Säugetieres ist, dass das Wissen des Standortes, das ganze immunobiologische Wissen des Standortes über die Milch dem Kind gegeben wird und dadurch ein Vorteil entsteht gegenüber anderen an diesem Standort. Und jetzt kommt der Mensch und sagt, wir nehmen einfach die Milch. Und das Kalb kann mir irgendwie mit dem Nuckel saugen und so und irgendwo ist ja gleich mit was und mit Pulvermilch oder ich weiß nicht was. Und dann wundert man sich, dass wir Antibiotika brauchen für die Kälber. Man wundert sich, dass die Kühe nicht mehr ortgemäß sich entwickeln. Und wenn sie so investieren, bekommen sie auch Kühe, die genau auf diesen Ort passen, den sie eben sind. Und dieses quarantänetaugliche System der Hofindividualität, verstehen Sie? Weil nichts dazukommt, kein Futter dazukommt, kein Dünger dazukommt, keine fremden Stoffe dazukommen, das sich selbst erhält, wird. Das ist das System, das die Menschen ernähren kann. Und dafür braucht es die Kuh. Jetzt ist natürlich noch die Frage, ob wir sie dann noch fressen müssen, wenn wir sie schon so brauchen. Und da werden wir dann darüber sprechen. Vielen Dank, Martin Ott. Kühe waren hier sehr lebendig anwesend, glaube ich, dass es uns allen so gegangen. Michael Hoffmann vom Restaurant Margot hier in Berlin. Sie haben jetzt die schwierige Aufgabe, uns die ganze Vielfalt der Gemüse, die Ihrer Meinung sowieso unterschätzt wird, ebenso lebendig hier in diesen Raum zu holen. Und ich bin schon sehr gespannt und freue mich drauf. Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Also ich spreche auch nicht, also ich habe die Geschichte noch nie so von einer Kuh so spannend und so lustig und so verständnisvoll gehört, wie jetzt gerade. Das hat mich wirklich begeistert. Ich spreche natürlich jetzt weniger über Kühe oder über Landwirtschaft, da habe ich auch überhaupt gar keine Ahnung davon, sondern ich spreche eigentlich eher von der Seite des Kochs und des Verbrauchers, der ständig die Produkte halt einfach auch verarbeitet und irgendwann sich gesagt hat, hier stimmt etwas nicht, hier müssen wir irgendwie Verantwortung übernehmen. Ich bin in einer Generation der Köche groß geworden, wo einfach das Denken einfach so geprägt war, auch von meinen Lehrmeistern. Es muss immer irgendwo alles da sein, egal woher es kommt. Das war so in den 80er Jahren, als ich meinen Beruf erlernt habe. Egal woher es kommt, es muss schön aussehen, es muss immer alles gleichmäßig sein. Wir brauchen die Vielfalt. Total egal, welche Jahreszeit wir haben oder sonst irgendetwas. So bin ich aufgewachsen als Koch. Und habe dann natürlich irgendwann bemerkt, durch meine Wanderjahre, dass sich auch die Welt verändert und dass man so mit Lebensmitteln auch nicht mehr umgehen kann. Hier in Berlin bin ich dann begegnet Leuten, die Unkraut kultiviert haben. Da war auf einmal für mich etwas ganz Neues. Ein neues Produkt, eine neue Vielfalt, ein neuer Geschmack, Kindheitserinnerung, etwas ganz Neues. Heute bin ich 30 Jahre Koch, also seit 30 Jahren stecke ich in so einer weißen Jacke drin. Und mein Thema ist einfach eben, ich möchte ganz gerne auch Verantwortung übernehmen. Und da haben mir viele Menschen bei geholfen. Ich bin zu einem Garten gekommen, das ist der reine Zufall gewesen, durch einen Gärtner, der aufgehört hat. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, mache ich das. Und diese Geschichte ist einfach die, dass der Garten, ich habe auf einmal Produkte bekommen, die ich konventionell überhaupt gar nicht kaufen konnte. Die kannte ich vielleicht aus schönen Büchern, die waren beschrieben, aber ich habe keine Ahnung gehabt, wie die schmecken. Und dieser Gärtner hat all diese alten Gemüsesorten angebaut und er hat mir auch Verständnis vermittelt. Wenn ich gesagt habe, ich habe hier eine Veranstaltung mit 80 Personen, ich brauche 80 Stück rote Beete, die müssen einen Durchmesser haben von 3 cm. Da sagt der Junge, das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht in Holland, wenn es irgendwie elektronisch gesteuert ist. Aber
so wurde ich halt einfach in irgendeiner Form auch mal darauf aufmerksam, dass das einfach so auch nicht funktioniert. Weil wir Köche, und das ist leider auch der Manko in der Berufsausbildung bei uns, diese Dinge alle gar nicht vermittelt bekommen. Ethik ist ein Fremdwort, wenn ein Koch den Beruf lernt. Garten, ja gut, wir haben irgendwie Gemüse, wo es herkommt und so weiter. Tiere, es wird die wenigsten wissen, dass auch Fleisch, finde ich, eine Saison hat. Das ist total vergessen worden. Bei Gemüse akzeptieren wir es mir irgendwo. Aber die Menschheit wird halt einfach auch geblendet. Die meisten Menschen, glaube ich, kaufen in einem Supermarkt ein. Und gehe ich in einen Supermarkt, selbst wenn es ein Biomarkt ist, sehe ich 12 Monate im Jahr fast die gleichen Produkte. Woher sollen junge Menschen wissen, dass es einfach auch anders funktioniert? Natürlich ist da in letzter Zeit, in den letzten Jahren sehr viel passiert, an Öffentlichkeitsarbeit, in den Medien, mit irgendwelchen Kochsendungen oder was weiß ich. Aber es gibt immer noch Kinder, die bei mir zum Beispiel einen Kochkurs besuchen und nicht wissen, dass die Milch nicht aus der Fabrik kommt, sondern von der Kuh kommt. Dass eine Kuh nicht lila ist, das ist jetzt natürlich jetzt ganz extrem gesprochen, aber das sind eben alles so Beispiele, wo ich sage, man sollte dieses Thema unbedingt in die Schule aufnehmen. Ernährung. Einfach ganz, ganz klein und fein anfangen. Woher kommen eigentlich unsere Lebensmittel? Was haben die für einen Zyklus? Wie gehe ich damit um? Ich schöpfe heute mit dem, was ich tue. Wir haben einen Garten, der hat, also an zwei Stellen, hat einen Hektar und wir bauen 170 verschiedene Sorten Gemüse an. Mit diesen 170 Sorten Gemüse bin ich nicht ganz autark. Wir müssen im Winter auch zukaufen. Da stelle ich für mich strenge Regeln auf und sage, okay, für mich ist es legitim und nachhaltig, wenn ich sage, ich kaufe in Europa ein, aber es kommt nichts irgendwo aus Asien oder wird irgendwie eingeflogen. Und nehme Zyklen auf, die einfach unsere Großmütter gemacht haben, nämlich, dass wir wenn die Frucht reif ist, wenn die Produkte da sind, eben es auch konserviere und dann damit in Jahreszeiten arbeiten, wo es das Produkt nicht gibt. Und da beschäftige ich mich natürlich mit neuen Techniken, mit alten Techniken, die ich von meiner Großmutter kenne, die jeder kennt, was auch früher überall gemacht worden ist und habe damit eigentlich auch relativ hohen Erfolg. Als es dann eben soweit war, 2010 habe ich diesen Garten übernommen und 2010 habe ich auch noch nicht konsequent gedacht, da war es eben so, dass wir auch noch gewisse Produkte, die für mich heute nicht mehr akzeptabel sind, auf unserer Speisekarte und irgendwann bin ich in dem Garten, da lernt man natürlich auch Demut, ja, das tut auch. Es ist auch wichtig, mal zu wissen, was für eine körperliche Arbeit dahinter steckt, 500 Tomatenpflanzen zu pflanzen oder Unkraut zu jäten oder auch das Ernten. Dann kommt man zurück und dann tun einem die Knochen weh. Und mir war es auch wichtig, dass diese Hände auch irgendwie in der Erde sind. Und dann fahre ich irgendwann zurück nach Berlin. Also der Garten liegt eine Stunde außerhalb von Berlin entfernt. Und sage, hier stimmt irgendetwas nicht. Hier mache ich ökologischen Gemüseanbau. Aber auf meiner Speisekarte steht noch die Entenstopfleber oder die Gänsestopfleber oder einfach Produkte, die nicht mehr zeitgemäß sind, überfischte Fische etc. pp. Dann habe ich für mich einen Entschluss getroffen und habe diese scheibchenweise alle von der Speisekarte entfernt und habe mich auf neue Produkte konzentriert und mir ist eine Welt aufgegangen an Vielfältigkeit, an Farben, an Exotik, an Texturen, an Geschmack, die alleine unsere Natur in unserer Natur wächst, wenn wir denn die Möglichkeit haben und kommen dann das Saatgut dran. Und darüber hinaus wird halt einfach bei uns in der Gastronomie, ich will ja auch nicht über die Gastronomie schlecht sprechen oder über Kollegen schlecht sprechen, aber es ist leider, dass mit diesen Wörtern, dass diese Bezeichnung, ob Bio oder Demeter, bei den meisten oder gerade in der Schule oder ich bemerke es sehr stark bei den Köchen, überhaupt gar keine Begrifflichkeit ist. Die wissen gar nichts damit anzufangen, das aufzuschlüsseln. Und das ist eben ganz, ganz oft, wird einfach mit diesen Worten auch Schindluder betrieben. Wenn Sie in Berlin, ich weiß nicht, wie viele Tausende von Restaurants es gibt, in jedem zweiten Restaurant steht der Havelzander zum Beispiel auf der Speisekarte. Der Havelzander. Ja, oder Sie haben eine große Veranstaltung, da ist irgendwo eine Riesengala, dafür 3000 Leute muss gekocht werden. Und dann gibt es das geschmorte Bio-Kalbsbäckchen. Also
darüber muss man einfach mal nachdenken. Und ich bin diesen Schritt gegangen, halt eben im Kleinen, und habe gesagt, okay, das gibt es nicht mehr, wir verarbeiten keine Kinder mehr. Das heißt, also in Anführungszeichen, kein Kalbfleisch mehr, kein Milchlamm mehr und nur noch Fleischprodukte, wo ich genau weiß, wo sie herkommen. Und setzen den Fokus auf Gemüse, und Fisch und Fleisch ist eben Beilage geworden. Und, aber das Allerwichtigste ist, und was ich auch bemerkt habe bei mir, dass eben das Bild meiner Mitarbeiter sich total geändert hat, dass der Fokus nicht mehr darauf ausgerichtet ist, wir müssen ein Stück Fleisch oder ein Fischfilet in einen Würfel schneiden, damit es besonders schön aussieht, damit wir eine tolle Architektur auf dem Teller haben, sondern es geht eher um den Inhalt. Und von daher kann ich nur dazu aufrufen, dass in irgendeiner Form in der Politik oder so Bewegung ins Spiel kommt, dass das Thema Ernährung auch ein Pflichtfach in der Schule wird, denn da geht es einfach los. Ich hatte das Glück und bin ländlich groß geworden, und das sind die Wurzeln, und mit diesen Wurzeln und mit diesen Erinnerungen prägt sich der Geschmack und einfach auch, denke ich mal, das Wissen über Lebensmittel. Danke. Vielen Dank, Herr Hoffmann. Wir sind beim Essen angekommen. Es gibt noch nicht das Buffet, aber es gibt eine kurze Pause, wo Sie sich ein bisschen stärken können draußen, auch was probieren dürfen. Und wir treffen uns so in 10 Minuten. Wir gongen dann als Erinnerung, dass Sie wieder reinkommen, und werden dann unsere Podiumsdiskussion zum Thema fortsetzen mit den Aspekten, die wir jetzt schon gehört haben. Vielen Dank. Ja.